So, wenn man genau ist, machst du davon. Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen hier in der Halle 15 bei der 11. Rieder Modellbaumesse. Der Lechner Franz, der macht sich jetzt bereit zum Start der EC-145, dieser wunderschöne Turbinenhubschrauber, der im Maßstab 1 zu 5,7 im Original nachgebaut wurde, ausgerüstet, wie gesagt, mit einer originalgetreuen Turbine, genauso wie das Original, mit einer Leistung von ungefähr 6 kW, na, das sind ca. 8 PS. Die Riedhalle 18, der Workshop Papier- und Kartonmodellbaustein. Ja, noch einmal zu den technischen Details. Roter Durchmesser von diesem Helikopter 1,90 Meter, die Länge 1,80 Meter, Gewicht ca. 17 Kilogramm und wenn dann die Vorbereitungen für den Start getroffen sind, dann startet der Lechner Franz dieses Modell per Knopfdruck. Also, naja, 1200 ist noch für Modellhubschrauber eher langsam. Ganz tolle Ausrüstung mit Beleuchtung und natürlich auch dementsprechend dieses Original mit einem Vierblattrotor. Bist du bereit, Franz? Okay, dann darf ich Knopfdruck die Turbine gestartet. Thank you.
erreicht sind, dann kann er mit dem Schwebeflug beginnen. Rechter Platz mit seiner IC-145 im Design der regionalen Flugrettung Schweiz, Tradition geworden, dieser Start des Jet-Helikopters vom Lechner Franz. Möchte jemand diesen Helikopter in Natura fliegen sehen, bei den meisten der Flugtage hier in der Gegend? Und dann Thank you.
Theorie